Können wir abschließen? Hallo und wieder recht herzlich willkommen in Fallout 76 mit Psycho Dead und Viraxo LP. Hallo. Nun kann ich eigentlich diesen komischen Zettel mitnehmen, lesen. Ich hatte ihn ja schon gelesen, aber mitnehmen konnte ich ihn noch nicht. Dreimal nukleares Material braucht man. Und hier liegt nämlich das nukleare Material drin, das tatsächlich hier alles in der Nähe, in dieser ganze Kram fasst, ne? Ja. So, nun habe ich das Rezept und kann man hier irgendwas machen? Genau, hier kannst du das zusammenbauen. Hoffe ich doch. Nee, steht immer noch nichts drin. Ich glaub's nicht. Dann musst du nochmal das Rezept nochmal lesen. Diesmal ist es ja komplett. Oh, dieses zweite Ding nochmal lesen. Ja, ich glaub's nicht. Genau. Ja. So, Computer. Dreimal nukleares Material nehmen. Zack, jetzt habe ich das gelesen. Das andere auch nochmal. Sehr gut. Nochmal von vorne die Reihenfolge beachten. Und jetzt soll das klappen oder was? Eigentlich ja. Und jetzt habe ich immer noch Biere, Spirituosen, Weine. Nukaschein, Gerend. Nukaschein. Ja, genau. Und da fehlt mir ja fünfmal Klingenkorn. Wieso habe ich das jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich ist das schon verdorben oder so. Nee, ne? Warte, ich hole schnell. Nee, hole ne? Klingenkorn. Ja, ja. Das ist jetzt nicht verdorben hast du noch wie. Nee, auch nicht mehr. Wie mit diesen bescheuerten Knallbeeren oder was, ne? Ja. Alter Falter, das ist. Also, das mit dem so schnell verdirbt doch im Real Mode kein Korn, ey. Ja, ja, ist. Oder kann ich das überhaupt holen? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Warte mal, da komme ich mit. Wir machen das ganz schnell. Kannst du warten oder muss man wieder. Verdorbenes Gemüse, verdorbenes Obst. Ist ja wohl witzig. Gehen wir los? Auf. Jo. Ich brauche einen Transformer. Transformers. Apalachia. Yeah. Also das ist echt albern, finde ich doch. Ja, ist super. Weil wie gesagt, das verdirbt doch nicht das Zeug. Ja, die Pflanzen verderben sowieso zu schnell, meiner Meinung nach. Also ich kann das bei Fleisch verstehen, aber wenn ich es brate, verdirbt es doch auch nicht. Nein, tut es nicht. Ist einfach unfair. Ich ganz genau. Na, aber damit wird das gebratenste Steak auch mal Schimmel an. Ja, aber mein Gott, nicht wenn ich das am Tag. Denn ich bin ja hier noch nicht Tage unterwegs, weißt du? Nee, es kommt einem nur so vor. Jo. Das wäre doch nicht gut. Alter, ich sehe schon deinen Schutz zu. Das Holz ist auch vergammelt, habe ich festgestellt. Das sind die Proteine, weißt du? Ich traue mich tatsächlich auch gar nicht, den Raum hier zu verlassen, weil ich glaube, es ist immer eine Woche vergangen, wenn man hier durch den Ladebildschirm geht, ne? Ja, irgendwie schon. Ne? Oh, ich bin heute ein bisschen grantig, ey. Kann ich nachvollziehen. Dann ist gut. Eine schwere Geburt. Oh, verdammtes Fleisch, 9 Stück. So. Das ist hier mal fertig hinter mir. Ja, habe ich auch schon weggeschmissen. Ja, dann lass uns mal wieder flippen hier. Okay. Juppidu. Hier steht ein LKW, mitten auf der Straße. Aber was bist du denn schon wieder, Kollege? Schon wieder einen Pillennamen, ne? Umsonst. Ich werde ein bisschen was in die Luft sprengen hier. Oh, was ist hier? Goldene Gabel, Skalpell. Sag mal sehen. Da nehmen wir was mit hier. So, auf geht's. Okay. Los geht's. Und, hier ist nix. Hier, Mais. Mais. Sehr gut. So, Feuer eingeschränkt, alles klar. Hier noch Klinkhorn. Okay, den Mais kann ich nicht mehr ernten hier, warum weiß ich nicht? Das kann ich auch nicht. Sagen. Warum kann ich das nicht mehr? Ja, den Fehler hatte ich auch schon. Lass mal gucken, habe ich Mais gesammelt? Ja, nein. Nein, habe ich nicht gesammelt. Einen habe ich bisher. Okay, ich habe Klinkhorn. Zwei Mais. Dreimals. Sehr gut. Alter Falter da. Sehr gut. Hab ich hier nicht. Kann ich hier nicht. Hier auch nicht. Ach, wahrscheinlich, weil ich die schon mal abgesammelt hatte und die halt noch wachsen. Wahrscheinlich. Ich werde so lange Musik machen. Jo. Den kann ich auch irgendwie nicht mehr empfehlen. Mal sehen. Okay. Tabiere kann ich auch nicht nehmen. Ja, warte mal, wie viel Klingkorn habe ich denn? Klingkorn hast du? Was? Ja cool. Wie viel Klingenkorn hast du? Ich habe 6. Ich habe 1. Dann reicht das. Weil ich habe auch noch Mais 6 und das ist in Ordnung. Ja, aber das ist auch noch nicht verdorben. Das reicht alles. Nee, müsst ihr okay. Alles klar. Okay, dann auf. Dann geben wir das alles draußen.
kann er sich sogar noch mehr Mut verschreiben. Was? Dass sie sogar noch mehr Mut verschreiben. Ich bin jetzt in guter Stimmung. Ja, sehr gut. Das freut mich. Weil ich hier Schlagzeug spiele. Ich hab den Alkoholvorrat gefunden. Genau. Du sagst gerade was. Heute werde ich nochmal wieder zum Tanke da. Na, ist doch warm, Mensch. Ja, ja. Frusti. Frust bin der Frustinettenbär. Da, 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 da. Denn Kelloggs Frusti schmecken so. Jawohl. Ja, sehr gut. Die wecken den Thorsten in dir. Und hier. Ja. Ah, da sind sie schon. Ah, schön. Sehr gut. So, bitteschön. Nimm mal alles hier. Wir legen hier alles ab. Dann kannst du das gerne. Okay, Schwester. Okay. Bumblebee und Schwester Zeiko. Und zack. Wo ist denn? Mais, Klinkenkorn, einmal. Bitteschön. Einmal Klinkenkorn. Und guck mal, da ist auch noch. Mais, Klinkenkorn. Oh, bloß schnell runter, nicht, dass es noch verdirbt hier. Da. Das wäre schon wieder verdirbt bei den Da wird auch Elsa sagen, nee, das geht noch nicht. Sie können es immer noch nicht machen, weil ihnen alles fehlt, was fehlen kann. Was? Was denn? So, Quest abgeschlossen. Ach Gott, hör auf, ey. Sehr gut. Katsching. Nee, noch nicht Katsching. Du musst erst noch damit abfüllen. Genau. Für den alten da? Ja, genau, den, der so am Torkeln ist. Beschleunigen. Mehr, Alter, hier. Genau. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wie mache ich das jetzt? Also, ich muss was brauen oder was? Nee, du musst das mal. Einfach anheben. Nee, der hat den Vorgang nicht beschleunigt, Marc. Ach so, das war eine Vorgang. Ja, dann muss ich hier erstmal den Gerät. Was muss ich jetzt? Hier, das ist. Oh, genau, und dann ist drin. Aber handeln will ich heute nicht, alles klar. Nein, ich auch nicht, du Bescheißt. Gut. Wie immer. So. Das mache ich jetzt hier. Meine Aufnahme. Hier sind wir. Okay, ich warte hier so lange, bis sie da weg sind, weil ich andauernd sonst handel. Ja, okay. So, jetzt geht's. Auch lesen, richtig? Ich kann sagen, dass ich. Aber jetzt muss ich es erst lesen. Alles klar. Sehr gut. Und jetzt kann ich hier was machen. Jetzt darf ich. Toll. Sehr gut. Das war's schon. So, und jetzt? Was muss ich jetzt nochmal an den Typen machen? Jetzt muss ich ihn anquatschen. Gib L das Lukaschein. Wunderbar. So, jetzt war der immer noch. Er ist noch nicht fertig. Interagiere. Wow! Da teste ich mal einen Drink. Na gut, ich warte mal. Und hier der Bericht. Qualitätsbewertung. Ach so. Köstlich. Nebenwirkungen, Übelkeit, Abhängigkeit, bleibende Schäden. Die Liste geht noch weiter, aber das wär's im Grunde. Ihre Gäste werden ausflippen, wenn sie das ausschicken. Das ist ungewiss. Dauerte das bei dir auch so lange, oder was? Ja. Dann ist gut. Ich warte hier so lange. Ich habe noch viel mehr Rezepte auszuprobieren. Gott, du Gott, hat das gedauert, ey. Alter Falter. Mal sehen, was man da jetzt kriegt. Sehr gut. Herstellung freigeschaltet für Gärbeutel. Da habe ich auch drauf gewartet, Mann. Das war alles, mehr nicht? Mehr nicht. Oh Gott. Naja, und glaube 1300 Erfahrungspunkte. Ja, ich habe mir meinen Laptop kaputt mit. Na gut. Oh, Mann. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder auf die Jagd hier. Ich muss mich erstmal abreagieren. Jagen. Einverstanden? Ja, gerne. Also Freunde, die Quests haben wir jetzt endlich geschafft. Lange hat's gedauert. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen jagen. Auf geht's. Auf ins Appalach. Oh, meine Güte, was, das war ja eine schwere Geburt, das Ding. Ja. Das war aber gut, war schön. Ja. Muss ich sagen, hat mir wirklich auch gefallen, das Lukaschein. Aber dadurch, dass wir heute hier diese schade, dass die, das, ich sag mal so, diese Vorgeschichte mit den Bugs und dem Serverkram, dadurch warst du so sowieso schon so, also ich persönlich, so ein bisschen grillig. Ja, nicht nur du, ich auch. Und dann konnte man das nicht tatsächlich so wirklich genießen. Schade eigentlich, ne? Ja. Obwohl, wie gesagt, das Ding ist. Also diese, den war cool, ne? Die Idee, dass du total besoffen wirst. Ja, das war genial. Bist,
Dann wachst du irgendwo auf an einem beliebigen Ort. Das waren geile Ideen. Das war echt gut gemacht. Also, ja. Hat mir echt gut gefallen. Das hat mich an meine Uni-Zeit. Ja, na was denkst du denn? Genau daran. Irgendwo in irgendeiner Bude oder dein Kumpel war weg. In deinem Bett hat jemand hat eine Mieze gelegen. Du? Ja, ja. Also wir haben ja auch so, wir waren ja auch so untergebracht wie Alex. So, mein Kumpel war weg und in seinem Bett hat eine Mieze gelegen und dann bist du morgens aufgewacht. Also der Micha, der ist bei XY, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß da, im Zimmer. Ja, und ich musste irgendwo pennen. Hast doch nichts dagegen, ne? Okay. Du hättest sagen können, du hättest auch mir pennen können. Nein, das habe ich nicht gesagt. Oh, verdammt, ey. Du kannst mich mit meiner linken Flügeltür zudecken. Ja, Zeigo, was ist? Was wollen wir jetzt? Ein paar Bestien jagen? Gerne, Leute, macht einen Vorschlag. Ich bin für alles. Ja, jetzt können wir irgendwie uns ein bisschen prügeln irgendwo. Also, ja, genau. Alter. Und zwar den Wendigo jagen. Wollen wir den Wendigo jagen oder was hier? Den Wendigo in der Höhle? Martin, beschütz mich! Ja, der Streber hier! Beschütze dich! Ratte! Mach ihn fertig, den Streber! Da müsste ich. Alles ein bisschen cool, oder? Naja. Ah, dieses Voltec University-Ding, das gefällt mir. Ja, also das sieht gut aus. Ja, ja. Hast du auch so ein Ding? Aber deins behalt mal deins vor an. Das mit der Schwestertracht gefällt mir auch. Ja, ist kernig. Heutigen Abend total passend, aber nächstes Mal wieder was Neues. Ja. ich guck mal nach. Was? Ja, ich weiß nicht. Ja, gerne. Also irgendwas Cooles, was uns auch schön EP-Punkte bringt. Also wir können mit dem Clowns-Kostüm in die Wendigo-Höhle, das ist wieder so, ich weiß nicht. Oh, die Wendigo-Höhle, ja. Das ist umständlich. Den musst du erst das Clowns-Kostüm, dann musst du die Quest haben. Wo hatten wir diese Bestien gejagt, diese Brandbestien? Wo war das? In welcher Höhle, Martin? Also Brandbestien. Na, in der Höhle, wo wir mit Alex waren. Wo war das? Das war. Boah, das muss ich selber nicht machen. Was hier hinten hast du gebaut? Ach, hier beim General Steakhouse. War das nicht in der Irren? Doch, das war in der Irrenanstalt. In der Irrenanstalt war der Bandigo. Nee, da war der Wendigo. Ach so, stimmt. Das war gruselig. Alter, ja, war das geil. Da habe ich ja das Krankenschwester ausgesucht. Sag mal, wo ist denn das hier? Wo waren wir denn damit? Das war, warte mal, ein bisschen. Wo waren wir denn mit Alex? Aber weißt du was? Weg ihn mal. Verglaste Höhle. Ja, verglaste Höhle. Wollen wir da hin? Ja, wo ist die denn? Das ist ganz unten rechts über Virginia. Bei der Aufschrift. Wow. Welcome to. Einmal 35 Kronen, wollte ich gerade sagen. Kronenborken. Ja, bei mir auch. Ja, ihr könnt mir hinterher beamen, ne? Das muss ich ja sowieso, ich kenne den Ort ja noch nicht. Ach so. Ja, soll ich dir sonst ein paar Kronenkorken geben, oder hast du noch genug? Ich kenne den Ort doch nicht, wie soll ich denn da sonst hinreisen? Ich muss euch hinterherkommen. Jetzt habe ich das gerastet, wie gesagt. Ja. Guten Morgen. Heute. Auch an deine Zuschauer einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Es ist 0.43 Uhr. Tatsächlich, in real life. Wir haben den 26. März. Oh, tatsächlich. Oh, ja. Da gibt's ja heute noch was. Oh, und vor allen Dingen, Marc. Ja? Du solltest sofort runterkommen hier, ne? Mir folgen. Ja, sobald du hier unten erscheinst. Lass mal schauen. Ja, ist er noch nicht mal da? Wir hatten noch eine Angst auf der Karte. Oh, ich bin alleine mit dem Flieger da, oder? Ja, und ich war so nicht. Ich kämpfe gerade. Oh, das Problem ist, ich hab ja nicht mal. Ja, die Kacke, ich hab nicht mal. Ja, aber ich hab für die Scheiße nicht mal eine Rüstung. Ne? Ihr müsst runterspringen gleich, ne? Ja, sag jetzt nicht, dass du keine Powerrüstung mit hast. Ja, hab ich nicht. Oh, sag mal. Ja, da können wir doch nicht gegen die Bestien kämpfen. Ja, meine ich ja. Erstmal holen und dann nochmal wiederkommen. Oh, okay. Alter. Oder ihr macht schon mal ein bisschen Mürbe. Nee, dann hol die. Hol erstmal deine Rüstung. Martin, ich bin draußen, hier stehe ich. Hol erstmal deine Rüstung. Ja, ich bin das. Oh ja, okay. Ja, ja.
Ja, los, beam dich weg! Weil sonst haben wir nicht mehr die Zeit. Ja, ja, das geht schnell. Ja, los. Wo ist, Marc? Komm runter hier, gleich hier runter, wo du jetzt bist, runterspringen. Da, wo du bist, runterspringen, jetzt. Und hier unten rein, hier runter. Ich kann nicht reiten, das ist Schwein. Ja, komm rein in die Höhle. Wir machen erstmal Tabula Rasa hier drin. Ja, komm, dann gehen wir erstmal rein. Okay. Und dann haust du schnell ab und dann warten wir, weil alleine ist es Mist. Ja. Manchmal sind nämlich drei Stück. Oh, ich wollte gerade den Gedanken. Sorry, Leute, ich habe die Gedanken nicht gekauft. Ja, aber ich kann. Na, die habe ich immer mit. Ja, ich nicht, weil ich die zu schwer finde. Deswegen. Ja, die ist schwer, das stimmt. Das ist eben die Kacke. Apropos schwer. Sammelt. Kannst du, ich weiß nicht, ob du hier drin reisen kannst? Müsste ich. Das müsste ich. Bleib mal lieber hier, Marc. Was mal? Nur mal ein kleiner Tipp. So, ich bin sofort wieder da. Ja, ich bin sofort wieder raus. Erstmal Radaway nehmen, dann diverse Stimpacks. Ich habe ja eben ganz schön eine Pfanne gekriegt hier. Ja. Deswegen, ich bin ganz ohne und das ist dann nicht. So, erstmal was essen und trinken. Heute war ja gemütlich, ne? Es gab ja keine wirkliche Gefahren bis jetzt. Ja, doch, was? Bis jetzt gab es ja keine Gefahren, ne? Vor uns ein bisschen nicht so locker flockig, weißt du? Nö. Das war ja, ja, deswegen, man ist auch, nein, man ist ja auch nicht immer darauf vorbereitet, ist keine Frage. Das. So, Heilabhängigkeit, das brauchen wir nicht, Und dann geht's ab, dann machen wir alle platt. So, warte mal, genau, dann brauche ich jetzt noch Medex, 25% Schadenresistenz. Ah, ich hole auf jeden Fall auch eine Menge Stimpacks, das ist auf jeden Fall nett. Hier habe ich auch, Psychos, 15 Psychos sind und 25 für 3 Minuten, das ist Quatsch. Was? Schadens... Oh, was haben wir hier noch Schönes? Das brauchen wir nicht da draußen nicht hören hier. Mein Kumpel höre ich hier. Verdorbenes Obst ist klar. Das Zeug ist schon wieder vergammelt, weißt du? Das ist der Hammer, oder? Ja, das ist... Das ist Hammer. Also das finde ich echt ein bisschen überzogen. Ja, sehr So, wir warten erstmal. Dann nehme ich nämlich gleich einen Medex. Ja. Plus 25 Schadensresistenz. Würde ich dir auch empfehlen, Marc. Mhm. Nachher, wenn Martin da ist. Ja. Weil wir kämpfen wirklich gegen zwei so eine Viecher. Oh ja. So, dann nehmen wir das. Ich brauche sowas. Ich meinen ganzen Schrott verwerten. Ah, ich nehme ihn. Da kommt der hier ohne Rüstung an. Ich könnte mich totlachen. Ey, das ist einer, du. Der Modi, du, nee, Dejung, du, was mockt Dejung? Ja gut, aber muss bedenken, die hatten einen total ruhigen... Ja, ich weiß, du hast recht. Ich habe aber auch nicht so getickt. Ich denke, okay... Ich war in Gedanken, deswegen denkst du, unter nicht so scheiße, stimmt ja. Hier wird's aber war so cool, ey. So Leute, ich komme jetzt rüber, ne? Alles klar, du weißt Bescheid, was da oben lauert, ne? Brauche ich dir nicht sagen. Naja, nur nette Leute. Genau. Okay. Ganz schlimm. So, zieh mich jetzt an und dann komme ich rüber. Ey, zieh mich jetzt an, dann komme ich rüber. So. Ah ja, Kerne. Boah, ich habe mittlerweile so viele Fusionskerne gesammelt, Leute. Ich habe. Marc, bleib mal bitte stehen, ich will mal ein Foto machen. Boah, ich habe 16 Fusionskerne. Mal gucken, ob ich das hinkriege, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Wenn wir beide so nebeneinander stehen, das ist cool. Alles klar. Thank you so much. Jo, bitteschön. Danke, ich bin ziemlich matschig. Ja, das rieche ich bereits. Was? So, was nehme ich jetzt? Mein Todestamburin oder mein Todestamburin? Aber mit Alex, das fetzt auch, wenn er so mal zwischendurch reinguckt. Ich finde das ja so geil. Ja. Und Martin, alles klar bei dir? Ja, ich komme jetzt. Du hast deine Gesundheit ist ziemlich weit unten, ne? Dann musst du auch noch ein bisschen Radaway nehmen. Radaway und deine Gesundheit aufpumpen, wenn du bei uns bist. Jetzt noch nicht, aber Gesundheit. Wenn du nachher in der Höhle bist, ne? Ja, alles gut. Ich hab Hundefutter. Alles gut. Hundefutter ist immer gut, Martin. Esse ich auch. Das macht satter als so warme Mahlzeiten.
also manche warme Mahlzeit aus dem Flugzeug. Ja. Ja. Zumindest sieht das so aus, ja. Ja, ich bin ja früher viel, sag ich mal, mit dem Flugzeug gereist und ich muss sagen, die sind sehr schwach, die Mahlzeiten. Die Flüge sind sehr, sehr schwach. Also, aber immer noch nicht besser geworden. Nee, ein bisschen. Nein, so Leute, ich nehme jetzt. Alles klar. Und hab die Post. Ja, jetzt geht's. Was, der fährt jetzt das los? Nee, ne? Ist jetzt los. Ja, leider schon. Oh, ey, das oh, ist aber. Ey. Dann ging nicht. Hast du noch Lippenstift aufgelegt oder was? Genau. Also, wenn es gut, dann nehme ich alles zurück. Und Reizwäsche. Das geht doch jetzt ganz los. Das, ich fasse es heute nicht mehr. Ne? Ah, was für ein Verrückter haben, aber macht Spaß. Gegen Ende macht es wieder Spaß. Ja, natürlich, wir haben es ja jetzt geschafft. Ja, ja, ja. Nachdem wir eine Runde im Wald gewesen sind. Ja, unbedingt. Hast du abgespeichert, Marc? Nö, ne? Doch. Da draußen am Zelt hast du abgespeichert, ne? Ja. Alles klar, deswegen habe ich es nämlich gebaut. Mhm. Da, wenn ja, ich habe aber auch dran gedacht, also ich hätte sonst auch eins gebaut. Ja, weil ich nämlich gesagt habe, wenn mal wieder so ein Verlegenheitstag ist, dann können wir da weitermachen. Ja, ja. Weil das finde ich, das fand ich jetzt ganz gut erstmal. Das war ganz. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Respekt habe ich da, also beim ersten Mal, ich habe wirklich Angst gehabt, mich vom Lager zu entfernen. Da habe ich gedacht, ja, weil man auch gleich gestorben. Ja, ist er. Oh. Ja. Ich komme jetzt rein. Man hört Munition, man hört Leichenumfall. Man kann nicht da sein. Ja, genau. So, Leute. So, Bombe? Ja, gerne. Ja, die kommen jetzt auch laufend hier, die Viecher. Da unten kommen noch mehr, ne? Sehr gut. Okay. Geht. Okay. Ich will schon mal. Ja, gut, alles klar. Geil, vielleicht. Oh, ich hab's dann. Was hast du? Dein Raketenwerfer. Raketenwerfer, oh. Okay, aber ich brauche eigentlich nur meine doppelläufige Schrotflinte, die macht so viel Schaden. Ich habe eine doppelläufige Schrotflinte. Mhm. Die hat mir der Ale gepimpt auf 255 Schaden. Wollen wir denn jetzt gucken, ob wir keiner also guckt? Ja. Aber nicht umsonst. Ich meinte, ja, ich habe eine Schrotflinte für dich. Aber hier warst du noch nicht drin, ne, Marc? Nee, hier war ich noch nicht. Alles klar, dann einmal bitte umgucken. Ich hatte nämlich auch eine Schrotflinte. Meine stärkste hat eine. Ich glaube, die hat 180 Schaden. Wenn man da. Ach, ich habe eine, die macht noch mehr Schaden. Das ist nicht gut, was zu sagen. Und dann habe ich sie mal getroffen. Die Mistgabel hat die gehabt. Spinnt's ja wohl, oder was? Mein Kumpel anzugreifen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir lang müssen. Hier unten schon? Hallo? Ich trinke, geht alleine, ne? Schmutziges Wasser? Nee, wir müssen erstmal auf Viraxo. Der muss sich wenigstens die Chance haben, das alles anzugucken. Jo. Alles klar. Gut, alles klar. Also die Zeit haben wir, weil wir sind hier nicht auf der Flucht, ne? Alles gut. Ich gehe so lange auf die Toilette. Ich hab's auch nicht eigentlich. Alles gut. Von mir aus könnt ihr jeden Raum einfach, ja. Stört mich bitte nicht, ja? Thorsten, von mir aus könnt ihr jeden Raum eine ganze Folge lang angucken. Ich bin da ganz entspannt. Mach mal bitte einer die Tür auf. Vom Klo. Ja, okay, warte, dann komme ich nochmal zurück. Oder ich mach mal die Tür auf. Nee, geht nicht. Das kannst du scheinbar nur du machen. Hallo? Sieht man mich? Ja. Wie sitze ich da, oder was? Ja, ja. Oh, das muss ich mal gucken. Mit geknickten Beinen. Ach so, ich dachte, ich gehe mal in Fotomodus. Mal sehen, ob man das sieht hier. Was? Ach, ich kann jetzt hier nicht fotografieren. Hier ist nicht genug Platz für die Kamera. Als wenn ich so eine Monsterkamera habe hier. Nein. Mit so einem Blasebalg, weißt du? Ja, genau. Also hier würde ich sagen, lasst uns lieber mal nicht trennen. Ihr seid da an die Seite reingegangen, oder was? Ja, nach unten. Ja, wartet mal bitte, ja? Okay. Weil es wirklich, also ist ja nur ein gut gemeinter Rat. Martin wird das wissen, warum das gefährlich ist. Ja, das ist richtig. Ja. So, alles geht. Wo ist er? Ah, ich habe das gerade mit dem Mausrad, mit dem Anvisieren der einzelnen Körperteile ausprobiert und wenn es funktioniert. Ja, okay. Aber ihr müsst die richtige Karte ausprobieren. Zielgenauer Treffer oder körpergenauer Treffer, irgendwie Scheiß.
Weil ich die Karte. Oh, mein Dings ist fertig. Ich habe keine Handwaffe mehr. Karte Eis. Schade. Ich darf mal gucken. Hörst du die Karten? Die heißt Konzentrieren auf Feuer. Weil ich die Karte. Bis sie drin haben. Dann könnt ihr das machen. Okay. So. So, dann hier. Genau, hier ist richtig. Guck mal, da vorne steht noch ein Kumpel. Leute, macht das bitte, weil gleich zum Beispiel Brandmessung, damit wenn ihr nicht kommt, dann macht ihr mehr Schaden. Deswegen, dass das funktioniert, warte kurz, dass ich Feuer habe. Also, falls ihr seht. Hab ich nicht. Okay, ja, gut. Was war das mit dem Schaden? Ah, Leute, ich kann die doch tragen. Oh, hier ist auch eine. Ich teile die einfach mit euch gerade. Ich teile die einfach mit euch und dann habt ihr die auch. Ganz einfach. So. Warte mal, hier ist doch irgendwas in der Kiste und ich komme da nicht ran. Ich teile die gerade mit euch. Was teilst du jetzt? Genau die Karte, die ihr braucht, um im Bett leer. Scrollen. Praktisch von den Körperteilen her. Dann könnt ihr einfach mit dem. Könnt praktisch die einzelnen Körperteile anvisieren, indem ihr mit dem Mausrädchen arbeitet. Das könnt ihr jetzt. Das müsste funktionieren. Ich teile die Karte. Okay. Konzentriert das Feuer ein. Probiert es einfach mal bei Laptop. Das Beispiel jetzt auf Körper. Ich kann auch aufrufen. Nein. Oh, Alter. Funktioniert das im Bett? Ja. Sehr gut. Das funktioniert. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, aber bei mir funktioniert das im Allgemeinen sonst aber gar nicht. Weil ich kann nicht schießen. Also ich kann zwar nicht ganz schießen, aber nur mit der Maustaste. Von daher. Haut hin! Danke, Martin! Funktioniert, ja? Hervorragend mit dem Mausrad, wie du es erklärt hast. Ja, klasse. Sehr gut, also auf Schlacht vor allen Dingen. Das freut mich. Also ich danke. Das freut mich. Weil das wird wichtig sein bei den Brandfestchen, weil. Gerade am Kopf macht man am meisten Schaden, wissen wir. Ich bin richtig. Das ist super. Oh. Na gut, da bin ich im Wasser. Ich wollte hier gar nicht rein, weil mir hier alles dunkel. Ah, ich habe ja noch geschickt. Ich bin aber später. Boah, ich komme hier nicht raus. Warte mal. Ich habe auch schon ein bisschen Schrot für dich gesammelt. Ah, alles sehr klar. Schön. Können wir gerne tauschen. Jo. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt haben wir das gleiche Problem, was ich mit Alex hatte. Ich bin hier in den blöden Bach gefallen. Oh Gott, du kommst nicht raus, oder? Nö. Ja, ich kenne die Scheiße. Das steckt in meinem bekannt. Boah, nerv, ey. Das ist echt bescheuert gemacht hier. Ja. Ich weiß nicht, was das soll. Kann ich auch nicht. Kann ich nicht. Quatsch. So, warte mal, ich bin gleich da, Freunde der Russischen. Ich weiß nicht, ich bin auf der anderen Seite. So, wir müssen, wie gesagt, Firaxu, du kannst dir alles angucken. Jede Hütte hier, jedes Ding. Ich, ne? Ich höre mir jetzt erstmal die schlechten Neuigkeiten. Genau, ja. Alles klar, mach das. Die Zeit haben wir definitiv. Ja, na klar. Ja, Weglaufen, genau. Oh, das war ja ein schnelles. Was ist das hier? Oh. Jo, genau dafür ist es gedacht. Oh, das mit dem Wetz haut aber hin, ey. Was? Eine Scheiße, bin auch ins Wasser. Aber das mit dem. Ja, das ist Mist. Das mit dem Wachs ist aber gut. Ja, das ist richtig geil. Dampf und Mist. Da ist nicht mit Kacke, ey.
Katsching, das Watz ist gut. Das ist geil, oder? Oh, oh, ist das der Hammer, ey. Hammer, oder? Ja, ja. Alter, das haut aber rein, ey. Ja, ja, das haut richtig rein. Oh. Wo seid ihr? Marc. Marc, alles klar. Hier, hier, hier. Du bist also, da unten. Ja, wir müssen, wo müssen wir eigentlich hin? Da hinten, ne? Oder hier rüber, ne? Wo ja, müssen genau. wir lang? Weiter geradeaus. Da ist noch wieder ins Schwellwasser. Genau. Und hier geht's weiter. Ja, so war das, ne? Ja. Oh, Schrauben. Oh, Kronkorken. Verbrannten besser. Also ist mir jetzt. Ja, soll ich. Martin? Ja. Ich wollte eigentlich noch weitermachen. Wenigstens wollen wir noch eine Aufnahme machen, bis wir das schaffen, weil wir haben schon wieder 31 Minuten. Hast du noch die Zeit? Ja, eine Aufnahme. Gut, dann starte, beende ich es erstmal kurz. Das ist Wahnsinn heute. Okay.